Mein Name ist Sören Storks und ich pfeife für den VfL Ramsdorf. Wenn man samstags nachmittags um 15.30 Uhr ins Stadion einlaufen darf, und zwar ganz vorne, dann ist das immer ein besonderer Moment und es ist eigentlich auch egal, in welchem Stadion. Da weiß man, wofür man halt wirklich jeden Tag trainiert und dass sich der Weg gelohnt hat. Mein erster Bundesliga-Einsatz war halt ein spezieller Einsatz, weil ich erst ab der zweiten Halbzeit angefangen habe, das Spiel zu pfeifen. Felix Brüch hatte sich im Spiel Köln gegen Hamburg verletzt. Ich war vierter Mann und habe dann mal kurz durchgeguckt, Moment mal, wer springt denn jetzt eigentlich ein? Und habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich derjenige bin, der das Spiel dann halt zu Ende leiten darf. Direkt nach 47 Sekunden hatte ich dann auch eine brenzlige Situation, wo ich halt ein taktisches Foulspiel hatte. War allerdings die zweite gelbe Karte, somit also gelb-rot. Also war ich gerade 47 Sekunden auf dem Platz und hatte schon den ersten Feldverweis. Witzig an der Situation war eigentlich, dass der Spieler mich noch gefragt hat, ja, woher weißt du denn eigentlich, dass ich schon gelb hatte? 7-7! Es gibt die einen, die mehr mannschaftsintern arbeiten, die anderen lassen halt viele Emotionen raus. Auch bei uns Schiedsrichtern werden viele Emotionen rausgelassen. Solange es nicht unsportlich ist und man offen über Sachen diskutieren kann, ist das für mich alles okay. Wenn es dann über die Grenzen geht, ist es natürlich nicht so schön und dann muss man vielleicht auch mal eine persönliche Strafe auspacken. Aber in der Regel bin ich eigentlich ein relativ kommunikativer Typ. Klar, Fulltime-Job irgendwo, mit Sicherheit, weil man sich ständig mit der Theorie, mit den Regeln beschäftigt oder halt auch diese sportliche Fitness, die man halt grundlegend haben sollte. Gelernt habe ich Zimmerer, klassisch, von der Pike auf. Also ich habe wirklich auf dem Dach gestanden und habe die Sparren zusammengenagelt und so weiter und so fort. Habe dann irgendwann mit 25 meinen Meister gemacht und bin seitdem in einer Arbeitsvorbereitung in einem großen Unternehmen. Mein Lieblingsessen ist im Prinzip Resteverwertung. Also Resteverwertung insofern, ich kann ganz schlicht Lebensmittel wegschmeißen. Alles zusammen und gucken, dass man da ein schönes Gericht draus macht und guckt, dass man die Reste verwertet und nicht in die Tonne schmeißt. Meine Lieblingsmusik ist keine feste Rubrik, wo meine Lieblingsmusik ist. Ich höre gerne Schlager, ich höre aber auch gerne Techno House. Remix finde ich auch cool. Meine Lieblingsserie war Haus des Geldes, weil da immer Spannung drin war. Jetzt mit einer Fortsetzung auch immer wieder neue Geschichten, die sich aufgetan haben, habe ich gerne verfolgt und habe es gerne bis zum Ende geguckt. Jede Fehlentscheidung, wo eine Mannschaft verliert, weil ich einen dicken Bock drin hatte, das sind halt die Momente, wo du denkst, ja verdammt, warum habe ich da nicht richtig gelegen und wo man dann halt auch dran arbeitet, halt so einen Fehler nicht wiederzumachen. Warum habe ich den Fehler gemacht? Stand ich falsch? Kann ich mich besser positionieren? Hatte ich einen schlechten Winkel zu der Situation? Ist irgendwas in meinem Rücken passiert? Wir arbeiten halt jeden Tag dran und gucken, dass wir da irgendwo die Prozentzahl halt sehr gering halten, was Fehler angeht. Michael Lange beim Fußball als Schiedsrichter, dass ich gerne Verantwortung übernehme. Ich treffe gerne Entscheidungen und stehe auch nachher dazu. Das ist für mich halt wichtig, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Ein Mensch zu sein, der ja vielleicht markant ist, aber eine Meinung hat und die Meinung vertritt. Und man ist ein Teil des Spiels von der Fußball-Bundesliga und ich bin gerne Teil davon.